Und herzlich willkommen im Keller und ich wollte mal mit euch ein wenig diskutieren, was es mit den Spezialfällen im Waldrecht denn so auf sich hat. Es gibt da nämlich das eine oder andere Bundesland, in dem herrschen andere Gesetze als im Rest. Und zwar habe ich insgesamt 4 Ausnahmen gefunden, bei denen sich die Waldgesetzgebung so sehr vom Durchschnitt, sagen wir mal, unterscheidet, dass es gravierende Auswirkungen auf uns, die wir im Walde unser Unwesen treiben wollen, haben kann. Und zwar sind die Bundesländer, die ich meine, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Hessen. Alle anderen Bundesländer sind relativ ähnlich zu betrachten. Es gibt noch hinsichtlich des Aufsammeln von Holzes vielleicht einen gewissen Ost-West-Gradienten. Da kann man sagen, dass das teilweise noch ein traditionelles Recht in den ehemaligen DDR-Bundesländern ist. Und ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wird das relativ locker betrachtet, dass man da anfängt, sich mal ein bisschen Holz für den Privatbedarf, wenn es halt eben trocken ist und am Boden rumliegt und offensichtlich niemand es haben möchte, da rausholt. Das sind dann auch nochmal 2 Sonderausnahmen. Das ist in anderen Bundesländern zum Teil erheblich strenger geregelt, die Sache mit dem Holz sammeln. Aber darum soll es jetzt speziell gar nicht so sehr gehen, weil das betrifft ja vielleicht auch nicht unbedingt jeden von uns. Wir sprechen hier, wie gesagt, von größeren Mengen Holz, ne? Also jetzt, was über den Bedarf von winzig kleines Lagerfeuerchen hinausgeht. Das heißt, wir fangen jetzt mal an mit Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein habe ich schon häufiger angesprochen, der Sonderfall, der dort herrscht. Und zwar ist es so, dass man da zur Nachtzeit die Wege... Entschuldigung, bin ein bisschen müde heute. Zur Nachtzeit die Wege nicht verlassen darf. Und das bedeutet, man darf quasi nachts gar nichts mehr, außer auf dem Weg nach Hause gehen, weil was soll man dann noch im Wald, wenn man die Wege ja eh nicht verlassen darf? Theoretisch könnte man noch eine Nachtwanderung machen, aber ja, das war es dann im Wesentlichen. Warum ist das so? Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass der Gesetzgeber wohl davon ausgegangen ist, dass die meisten Waldgebiete in Schleswig-Holstein relativ isoliert rumstehen, also so kleine Waldflecken sind. Und diese Waldflecken dann dringend gebraucht werden als Rückzugsort für diverse Wildtiere, die sich dann halt eben gerne mal irgendwo mal zurückziehen müssen, aus der ansonsten, ja, sagen wir mal, Versteckmöglichkeiten eher armen Landschaft. So ist die, ja, nicht offizielle Begründung, aber so die eine Begründung, die ich jetzt quasi gefunden habe. Wenn man also überhaupt irgendwie eine Begründung haben möchte, dann ist das die. So. Aber ich, ja, es ist schon hart für den Einwohner, der in Schleswig-Holstein gerne Bushcraften möchte oder Survivalen möchte oder halt irgendwie sonst wie das Unwesen im Walde treiben will. Das ist wirklich schon sehr schwierig. So, jetzt gibt es Möglichkeiten, die man überlegen kann, wie man denn an diesen Paragraphen vorbeikommt und was da Schlupflöcher sein könnten, um dem Ganzen zu entgehen. Und was ich da gerne mal hört, ist, ja, dann schläft man halt eben auf dem Weg. Außerdem ist ja nicht definiert, was ein Weg ist. Und da muss ich leider sagen, doch, es ist leider sehr wohl definiert, was ein Weg ist. Und zwar als Waldwege gilt erstmal die Forststraße. Das ist diese übliche Schotterpiste quasi, auf der der Förster dann oder der Sonstige, der da irgendwie motorisiert rumfährt, das dann tut. Das ist ja ganz offensichtlich, dass das einen Weg darstellt. Also da kann man... Theoretisch vielleicht darf man da sogar drauf schlafen, aber wer will denn das? Also, bissel divisil. Dann zählen ebenfalls als Weg ausgewiesene Wanderpfade. Die können dann noch so kleine Trampelpfade sein, wenn sie als Wanderpfad ausgewiesen sind. Zum Beispiel steht ein Schild dran und zeigt in irgendeine Richtung und sagt, da ist was auch immer. Oder es sind da so kleine Symbole dran, die halt eben darauf hinweisen, dass man immer noch dem, keine Ahnung, Ostsee-Rundweg folgt, dem, ich weiß nicht, wie die Rundwege da oben heißen.
Aber ja, sowas in der Richtung wäre dann ebenfalls also ein befestigter Weg eigentlich. Was aber dann kein befestigter Weg mehr ist, wäre jetzt eine Rückegasse. Das ist also dann quasi eine Schneise im Wald, die so ein bisschen wegartig aussehen mag, zählt aber schon als Holzboden, das ist der entsprechende Fachbegriff dazu, und ist damit definitiv kein Weg mehr. Wer also einfach denkt, man kann jetzt auf die Rückegasse rauslaufen und dann mitten auf der Rückegasse nächtigen, was auch geht, habe ich auch schon gemacht. Also das ist wirklich auch möglich. Nein, das ist dann tatsächlich definitiv nicht mehr auf dem Weg. Also ich sehe da nicht wirklich ein Schlupfloch, um diesem Paragraphen da entgehen zu können. Was auch schon diskutiert worden ist, dass man gar nicht bei Nacht den Weg verlässt, sondern den Weg schon tags verlässt und bei Nacht dann bereits drunten ist vom Weg. Also das eigentliche Verlassen findet nicht nachts statt, sondern man wartet in die Nacht hinein sozusagen. Das, naja, wenn wir es mal ganz, ganz aufdröseln wollen, dann könnte man schon sagen, dass das einen gewissen Effekt haben könnte, weil der Grund für das Nichtverlassen der Wege ist ja das Beunruhigen von Wild. Wenn man da aber jetzt schon so ewig lange rumhockt und sich ganz still verhält und quasi schon seit 17 Uhr im Schlafsack liegt, wenn es um 22 Uhr erst richtig dunkel ist, ja, möglicherweise könnte das sogar so ausgelegt werden, dass man dann ja nicht stört, weil da ist man ja dann schon so lange ruhig und still da am Rumliegen, dass das den Viechern dann irgendwann egal sein wird. Könnte man so auslegen. Halte ich aber für hoch unwahrscheinlich, dass das tatsächlich jemand so sieht, wenn das mal zu einer Verhandlung kommen sollte. Es ist schon eine arg, sagen wir mal, gekünstelte Auslegung des Wortlauts von diesem Gesetz, dass man halt eben ja da gar nicht erst nachts runtergegangen ist, sondern nachts schon unten war. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit durchkommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Jetzt gibt es aber doch zwei Möglichkeiten, wie man in Schleswig-Holstein im Walde übernachten kann. Mehr oder weniger im Walde zumindest. Und zwar einmal Schutzhütten. Wenn man dann eine Schutzhütte findet und diese betritt bei Dunkelheit, beziehungsweise sich da aufhält bei Dunkelheit und da auch übernachtet. Das ist egal, wie lange man sich da aufhält. Dazu gibt es ja keinerlei Reglementierungen in irgendwelchen Gesetzen. Und was man während dieses Aufenthalts tut, ob man da jetzt nun schläft oder nicht, spielt auch keine Rolle nach der aktuellen Gesetzeslage. Und das wäre also dann doch eben eine Möglichkeit, wie man, wenn man von Hütte zu Hütte wandert, da auch eine, ja, Trekkingtour absolvieren könnte in Schleswig-Holstein. Was das Nichtverlassen der Wege kann man ungefähr gleichsetzen, meiner Interpretation nach, mit dem Betreten des Holzbodens, also dem Waldbestand, dem Waldboden, auf dem quasi die Bäume stehen. Und das tut man ja nicht, wenn man nur vom Wald zu der Hütte, quasi vom Weg runter auf das Grundstück der Hütte sozusagen geht. Weil Hütte plus direkte Umgebung der Hütte, so 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter vielleicht, das ist noch kein Holzboden, das ist noch Hütte. Also ja, das denke ich, ist eine legitime Ausnahme. Eine weitere Ausnahme stellt dann dar, dass es wohl auch gerüchteweise in Schleswig-Holstein irgendwelche Übernachtungsplätze gibt, die dafür oben ausgelegt sind und auf denen das dann erlaubt ist, die man wahrscheinlich vorher auch buchen muss, die dann so ähnlich funktionieren wie die bisherigen Trekkingplätze, die es in Süddeutschland jetzt schon gibt. Da weiß ich aber leider nichts Genaues drüber und habe es bei Internetrecherchen auch erstmal nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch nicht ganz genau richtig gesucht. Vielleicht kann da jemand in den Kommentaren ja eventuell uns erleuchten und da vielleicht nochmal gesondert darauf hinweisen, wo es diese Plätze denn gibt, beziehungsweise wo im Internet man da entsprechende Informationen für hernehmen kann, falls dieses Gerücht eben, wie gesagt, überhaupt stimmt. Das wäre sehr, 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 sehr interessant. Okay, jetzt habe ich das Thema Schleswig-Holstein mal ganz ausführlich behandelt, weil wir haben in Hessen gleich nochmal einen ganz ähnlichen Fall und deswegen brauche ich das dann auch nicht zweimal erzählen.
Gut, aber jetzt erstmal nicht Hessen, jetzt erstmal spaßeshalber Niedersachsen. Gehen wir mal von Nord nach Süd vor. Niedersachsen ist ein Positivbeispiel. Zwar ist alles im entsprechenden Landeswaldgesetz ziemlich ausführlich geregelt. Es gibt wirklich für so ziemlich alles irgendeinen entsprechenden Paragraphen. Kein Waldgesetz ist, was das Betretungsrecht des Waldes angeht, so ausführlich und detailliert wie das in Niedersachsen. Aber tatsächlich gibt es trotzdem ausgerechnet in diesem Waldgesetz die sehr, sehr praktische Ausnahme, dass man tatsächlich im Winter legal ein Feuerchen entzünden darf. Und zwar, Winter ist definiert als, soweit ich weiß, 1. November bis 30. Februar, wenn es den überhaupt gibt. Moment, den 30. Februar gibt es nie, oder? Egal. ja, Ende Februar halt. Je nachdem, wie viele Tage der halt gerade jeweils hat. Also am 1. März ist es schon wieder vorbei und dann gilt wieder ein generelles Feuerverbot in den niedersächsischen Wäldern. Man muss dabei jetzt allerdings noch beachten, dass das sommerliche Feuerverbot, sage ich jetzt mal, noch ausgeweitet werden kann auf den gesamten Winter in Regionen, in denen besondere Brandgefahr herrscht. Und da muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Da könntet ihr zum Beispiel mit meinem lokalen Lagerfeuer-Gefahrenindex arbeiten und mal gucken, ob die Region, in der ihr euch gerade befindet, also speziell jetzt dieses Waldstück, in dem ihr gerade seid, denn ein erhöhtes Waldbrandrisiko mit sich bringt. Und inwiefern man das dann halt eben ein wenig abstellen kann. Also soll heißen, ein Kiefernreinbestand mit jede Menge trockenem Gras am Boden beispielsweise, das wäre sicherlich ein Wald mit erhöhter Brandgefahr und da dürfte man dann auch im Winter kein Feuer machen. Heißt eigentlich, man kann quasi bei diesem Gesetz noch ein bisschen reininterpretieren, dass man halt ein bisschen mit gesundem Menschenverstand vorgehen muss, um eine Stelle zu finden, die überhaupt geeignet ist für ein Feuer. Und da steht also nicht drin, generell kann man sofort im Winter überall Feuer machen. Das halt eben nicht. Und auch die Forstbehörde kann bei erhöhter Brandgefahr wegen des Wetters und so weiter und so fort in eben entsprechenden Regionen dann auch nochmal sagen, nee, jetzt dürft ihr im Winter wieder kein Feuer machen, weil es ist gerade wahnsinnig trocken. Und ja, auch im Winter können theoretisch halt eben mal Waldbrände entstehen und leider eben nicht nur theoretisch, sondern praktisch passiert das dann auch mal hin und wieder. Wenn man auf Nummer sicher sein will, musste man dann schon bei der örtlichen Forstbehörde dann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt gerade aktuell aussieht. Blöderweise gibt es keinen Waldbrandgefahrenindex vom Deutschen Wetterdienst in den Wintermonaten. Da gibt es halt dann eben keine Daten dazu. Da steht dann generell Waldbrandgefahrenstufe 1, beziehungsweise aktuell funktioniert der Index nicht. Sonst könnte man sich natürlich darauf ein bisschen berufen. Das ist also ein bisschen diffizil. Aber da es generell halt eben möglich ist, würde ich da schon mich trauen, an jedem halbwegs geeigneten Ort im niedersächsischen Winter dann auch wirklich ein Feuerchen zu machen. Selbstverständlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen und so weiter und so fort. Und es wäre vielleicht auch gar keine blöde Idee, wenn man ein Feuer wirklich nur in Ausnahmefällen macht und sich eher auf einen Hobo beschränkt. Denn, das habe ich glaube ich noch gar nicht irgendwo gesagt gehabt, das glaube ich sogar neu, Lagerfeuer, gerade insbesondere größere, die dann ein bisschen länger brennen, sterilisieren den Boden darunter bis gut in einen Meter Tiefe, je nachdem wie viel Boden vorhanden ist, über einen sehr langen Zeitraum. Das dauert also bestimmt 20 Jahre, je nach Boden, je nach Klimaregion, in der man sich befindet, bis das Bodenleben in den Boden direkt unter der Feuerstelle zurückgekehrt ist, in dem gleichen Umfang, wie es vorher da war. Wenn man also ganz viele Lagerfeuer macht, dann macht man schon jede Menge Bodenleben entsprechend kaputt. Und das will man ja vielleicht nicht unbedingt. Und deswegen eine gute Lösung ist dann halt eben doch der Hobokocher. Dann wird das Feuer auch nicht größer, als es unbedingt sein muss. Und bleibt eben weg vom Boden. Die Hitze steigt schön nach oben und eben nicht nach unten. Wenn man da überhaupt Boden kaputt macht, dann maximal in eine Tiefe von einem Zentimeter oder vielleicht zwei. Je nachdem. Also das wäre sicherlich nochmal was, worüber man einfach generell nachdenken könnte. Aber ein klassisches Lagerfeuer, wie gesagt, das ist tatsächlich in Niedersachsen dann im Winter möglich.
dann jetzt wieder ein Negativbeispiel, und zwar Hessen. Und da hatten sich, glaube ich, die Jäger in Hessen bzw. die Jagdlobby, die nicht unbedingt immer gleichzusetzen ist mit dem einzelnen Jäger, der im entsprechenden Bundesland sein Unwesen treibt, haben sich da wohl gedacht, lass uns mal die Hessen stressen. Denn tatsächlich steht im hessischen Landesjagdgesetz in § 23 Absatz 11, also ganz unten, das ist auch der letzte Absatz, also quasi wir quetschen das jetzt da gerade nochmal so rein, um allen auf den Sack zu gehen, dass Stören von Wild durch Verlassen der Wege zur Nachtzeit verboten ist. Das ist nicht der genaue Wortlaut, aber so kann man es, glaube ich, durchaus stehen lassen. Das deckt sich dann ganz gut mit dem, was da steht. Wer es genau wissen will, muss da nachlesen. Und da haben wir leider wirklich quasi durch diesen bescheuerten Zusatzparagraphen, Artikel, Absatz im Jagdgesetz für generell sämtliche Waldbewohner, Besucher verboten, dass sie vom Weg runter dürfen nachts. Wir haben also genau dieselbe Situation wie in Schleswig-Holstein. Dieselben Ausnahmen, die man vielleicht ausprobieren könnte, die nicht funktionieren, aber eben auch dementsprechend in Hessen die Möglichkeit mit dem von Hütte zu Hütte wandern. So, warum hat jetzt Hessen diese Sonderregelung? Und da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, weil es gibt da keine forstwissenschaftliche Begründung dafür, weshalb das in Hessen bitte so sein muss und in allen anderen Bundesländern nicht. Wenn man jetzt ganz fies sein wollte, könnte man natürlich sagen, es sollte eigentlich in Gesamtdeutschland so sein, dass man nachts nicht vom Weg runter darf. Aber das ist ja noch nicht derzeit nicht so, deswegen, da wird sich der Gesetzgeber schon was bei gedacht haben, dass das einfach eine Unzumutbarkeit ist und Quatsch und auch nicht notwendig zum Schutz des Waldes. Aber irgendwie hat es die hessische Jagdlobby also geschafft, in Hessen durchzusetzen, dass das hessische Wild scheinbar viel empfindlicher ist als das Wild jenseits der hessischen Landesgrenzen, was Quatsch ist. Das ist einfach nur Blödsinn. Hessen hat keine höhere Jägerdichte oder keine höhere noch nicht mal die höchste Bevölkerungsdichte, die wir irgendwie in Deutschland haben, und besonders wenig Wald hat Hessen auch nicht. Im Gegenteil, da gibt es sogar, glaube ich, eher viel. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau mehr auswendig, ob Hessen jetzt sogar eins der prozentual waldreichsten Bundesländer war, aber es war auf jeden Fall keins mit wenig Wald. So viel kann ich an dieser Stelle sagen. Ich schreibe euch hier unten vielleicht nochmal was hin, wenn ich es recherchiert habe. Also gibt wirklich keine sinnmachende Begründung, weshalb das in Hessen anders sein soll als zum Beispiel in Baden-Württemberg oder der Pfalz oder ja, Niedersachsen zum Beispiel oder auch den östlichen Bundesländern. Das gibt es nicht, diese Begründung. Deswegen, da war einfach die Jagdlobby so stark, dass sie das halt eben entsprechend quasi sozusagen ihr Waldgesetz scheinbar völlig unabhängig von den Interessen der sonstigen Waldinteressensgruppen, nämlich uns, einfach so mal haben schreiben können und so verabschieden können. Und so ist es dann halt eben auch durch den Landtag gegangen und da haben wir es jetzt. Und da steht es jetzt. Und das ist scheiße, weil das macht keinen Sinn. Und da möchte ich wirklich ganz ausdrücklich darauf hinweisen, ja, das ist Recht und Gesetz und da muss man sich dran halten, aber es ist ein beschissenes Gesetz und also es ist ja immer so, wenn man illegale Dinge tut und dabei nicht erwischt wird, dann passiert einem ja nichts, ne? Nicht, dass ich jetzt dazu aufrufen würde, irgendwie in irgendeiner Form jetzt hier geltendes Recht zu missachten, aber wenn, dann in Hessen. Aber auch da darf man das natürlich nicht. Nein, böse, 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 böse. Ja, aber auch wie gesagt, in Hessen die Möglichkeit mit der Hüttenübernachtung und das ist so ein Schwachsinn. Wie sieht's denn aus? Hätte da jemand Bock, ein bisschen Freizeit zu investieren, um da vielleicht mal eine Online-Petition zu starten dagegen? Das würde mich ehrlich gesagt ein wenig reizen, das mal auszuprobieren, inwiefern wir denn in der Lage wären, vielleicht, na, setzen wir uns mal ein optimistisches Ziel von 1000 digitalen Unterschriften eben zustande zu bringen, um da vielleicht irgendeine Reaktion zu provozieren, weshalb das denn bitte in Hessen anders muss als woanders.
anders sein muss als woanders. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir tatsächlich da eine Reaktion provozieren wollen, könnte es auch so rum passieren, theoretisch denkbar, dass die anderen Bundesländer sich überlegen, ja, warum haben wir das denn nicht auch wie in Hessen? Deswegen bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob das denn eine gute Idee ist, und würde mich freuen, wenn da jemand in den Kommentaren oder auch ein bisschen mehr als nur ein jemand dazu vielleicht eine Meinung hätte, was ihr da so denkt. Gut, das war Hessen. So, und in Brandenburg ist für uns jetzt relevant, gerade aktuell, das brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz. Und da wusste ich wirklich nicht, dass es da noch so einen interessanten Paragraphen drin gibt, weil so weit, muss ich zugeben, habe ich nicht in jedem Bundesland die Gesetze durchgelesen, dass ich mir auch noch das brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz reingezogen habe. Und deshalb vielen herzlichen Dank für denjenigen, der da entsprechend darauf hingewiesen hat. Jetzt habe ich es mir durchgelesen. Und da finden wir im Paragraph 22 den Artikel Betreten der freien Landschaft. Und leider ist es jetzt so, also beziehungsweise das Schöne ist, da steht drin, dass wer nicht motorisiert ist, also ein Wanderer, sei es ein Wasserwanderer mit dem Kanu oder sonstigen Boot, mit dem Fahrrad oder halt eben zu Fuß, aber Hauptsache nicht motorisiert, gibt sogar für Motorisierung noch diverse Ausnahmen, nämlich so Krankenfahrstühle, so motorisierte Rollstühle und so und Zeug. Aber gut, das wird in der Regel wahrscheinlich nicht so relevant sein, weil diejenigen nicht unbedingt zelten, die mit sowas rumfahren. Obwohl, gibt es auch, so Leute gibt es auch. Aber ja, jedenfalls darf man dann tatsächlich in Brandenburg eine Nacht ein Zelt aufschlagen und besagte Nacht dann darin verbringen. Leider mit einem großen Aber. Und zwar, das steht ja eben, wie gesagt, nicht im Landeswaldgesetz und gilt damit eben auch nicht für den Wald, sondern für die übrige freie Landschaft, die da definiert ist als Feldraine, Heide, Ott- und Brachflächen und landwirtschaftliche Nutzflächen außerhalb der Nutzung. Also zum Beispiel ein Acker, auf dem gerade keine Nutzpflanzen stehen, der gerade brach liegt, eben weil er jetzt aktuell mal nicht genutzt wird oder weil wir uns gerade mitten im Winter befinden und da aktuell sowieso nichts wächst. Ja, das war es dann aber auch. Und das bedeutet, es ist also wirklich bisschen schwierig, so eine Fläche dann überhaupt zu finden, die außerdem kein privates Grundstück darstellt, das als privates Grundstück zu erkennen ist. Wenn man gar nicht sieht, ob das jetzt ein privates Grundstück oder tatsächlich irgendwie dem Land gehört oder gefühlt niemandem gehört. Es gibt in Deutschland keine Fläche, die niemandem gehört. Aber wenn es so aussieht, als könnte es so sein, dann darf man da dann zelten, sofern es sich nicht um einen Wald handelt. Und jetzt müssen wir nochmal klären, was ist denn ein Wald? Und ein Wald ist nach Bundeswaldgesetz und auch eben nach den entsprechenden Landeswaldgesetzen eine mit Forstpflanzen bestockte Fläche. Heißt, wir können da zelten, wo wir ja, zum Beispiel ein Gebüsch finden, das aus einer Nicht-Forstpflanze besteht. Zum Beispiel ein Haselgebüsch oder ein Kornelkirschegebüsch oder ja, der Bereich vor diesem Gebüsch, theoretisch auch der Straßengraben. Wenn der Straßengraben so breit sein sollte und es sich um eine so abgelegene Straße handelt, dass man da drin zelten möchte und kann, dann kann man das wahrscheinlich sogar tun, weil Feldraine, Feldränder, das wäre ja dann zum Beispiel eben auch so ein Fall. Interessant ist natürlich Heide. Der Begriff Heide ist hier allgemein, denke ich, zu verstehen und bezieht sich nicht unbedingt auf eine mit Columna vulgaris bewachsene Fläche, sondern allgemein eben einfach auf so einen nicht mit Wald bestandenes Ödland, in Anführungszeichen. Botanisch immer sehr interessant, diese Ödländer, aber ja, da dürfte man dann eben entsprechend auch zelten.
Heißt, also so Flecken gibt es mit Sicherheit in Brandenburg. Jetzt war ich da noch nicht so viel, ein bisschen auch, aber ich meine da schon so einige Beispiele gesehen zu haben, so rückwirkend, wo mir einfällt, wo man dann tatsächlich auch mal ein Zelt aufstellen könnte. Aber das ist halt eben wichtig, dass man sich das klar macht. Das gilt nicht im Wald. Für den Wald gilt, das steht auch nochmal explizit im Landeswaldgesetz drin, wieder das übliche Zeltverbot wie in jedem anderen Bundesland auch. Im Wald könnte man dann aber trotzdem, wie in fast jedem anderen Bundesland eben auch, außer halt eben Hessen und Schleswig-Holstein, mit dem Tarp bivakieren. Vermutlich. Ne? So, und jetzt habe ich dazu noch eine interessante Idee, beziehungsweise einen vielleicht etwas lustigen Gedanken. Der ideale Ort für Outdoor-Aktivitäten wäre jetzt also quasi exakt die Grenze zwischen Niedersachsen und Brandenburg. Man stellt sein Zelt auf dem Grenzstreifen auf brandenburgischer Seite auf und legt seine Feuerstelle auf der niedersächsischen Seite an. Und das Ganze halt natürlich im Winter, damit in Niedersachsen das Feuermachen überhaupt gilt. Und da könnte man dann tatsächlich entlang dieses Grenzstreifens zwischen Niedersachsen und Brandenburg dementsprechend wunderbar lagern. Zelten, Feuer machen, top, ne? Ja, aber das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und guck mal, was die Kommentare dazu entsprechend sind, ne? Jo. Mehr fällt mir nicht mehr ein zu dem Thema. Damit haben wir dann, glaube ich, sämtliche Sonderfälle durchgekaut und ich wünsche viel Spaß im Wald und bis zum nächsten Mal. Ciao.